Nicht auf die Fassade kommt es an, sondern auf die Schätze im Inneren. Das Seniorenwohnhaus unter den Linden in Schladming ist reich an eben solchen Schätzen. Menschen voll Freude und Lebensenergie, die unterstützt von Erika und Susi ihren Alltag bewusst gestalten und im schönen Miteinander ihr Leben in die Hand nehmen. Im Bewusstsein des Wertes jener gestaltenden Menschen, jener Generation, die die Wurzeln für uns alle legten, ist es der Gemeinde Schladming ein wichtiges Anliegen, jede Lebensphase bewusst mitzugestalten. Wir haben mit unseren beiden Betreuerinnen, wie gesagt, der Erika und der Susi, wirklich hier einen Glücksfall, weil letztendlich kommt es auf die Gemeinschaft darauf an. Sie leben alle unter einem Dach und da ist es im Miteinander sicherlich ganz wichtig, dass man hier auch immer wieder mithilft und das machen die in hervorragender Qualität. Und da bin ich sehr froh, dass alle sehr zufrieden auch mit diesem Umfeld hier sind. Das Leben im betreuten Wohnen unter den Linden ist bunt. Getreu dem Jahreskreislauf gestalten Erika und Susi Zusammenkünfte, Feste und gemütliche Plauderrunden für ihre Bewohner. Die Talente eines jeden Bewohners sind von Bedeutung, vom eigenen Garten bis zu den kleinen Reparaturen im Haus. Ein jeder ist wichtig und wertvoll in der Gemeinschaft. Ja, mein Gott, die Kleinigkeiten, was halt so anfallen oder hier und da, kriegen wir wieder was vom Bürgermeister, haben wir einen Fernseher gekriegt, der ist halt da hinten an der Wand und den schließe ich halt an, nehme das in Betrieb. Ein gemütliches Heim haben, ohne allein zu sein. Frei und doch in Gemeinschaft den Lebensabend gestalten. So muss betreutes Wohnen funktionieren. Ich gehe jeden Tag voll gern um. Das ist meine Familie, gell? Und wir halten auch zusammen. Es gibt natürlich immer wieder Meinungsverschiedenheiten, das gibt es überall. Aber wenn es drauf ankommt, dann hilft jeder zusammen. Gell? Ja, wir sind einfach für die Leute da. Wir dann Ausflüge machen, wir Kaffeerunden Montag und Mittwoch, wir dann Medikamente holen, zum Arzt gehen mit einer, wenn es war. Und einmal im Monat einmal Wohnung reinigen. Ja, wir sind einfach behilflich. Für die Bewohner des Seniorenwohnhauses bedeutet die Gemeinschaft eine wichtige Säule im Alltag, in all ihren Facetten. Uns geht es da gut. Wie gesagt, es ist preislich erschwinglich, es passt und die Leute sind alle nett, was wir da haben. Und mein Gott, wir sind froh, dass wir da sein dürfen. Ja, weil wir einen guten Zusammenhalt haben, weil wir uns alle gut verstehen. Wir trinken ab und zu ein Glaserl, das gehört dazu. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf. Und unsere Damen, die sind diejenigen, die uns, wenn wir nicht mehr so gut belandet sind oder nicht gar so gut aufgelegt sind, die sagen, was ist los, kommt her, was tun wir? Und das ist das Angenehme. Es soll so bleiben, wie es ist, weil wir haben zwei so super Betreuerinnen und das ist ja das Schöne, dass sie die zwei so gut verstehen. Das ist ganz was Herrliches, weil es könnte anders sein. Ja, ich weiß halt nicht, was das Schönste ist, es ist alles so schön. Es ist, die Geburtstage sind immer ganz super da. Es ist immer sehr schön und es ist immer gesellig da. Erweitert stehen innerhalb der Gemeinde Schladming auch das Bezirksaltenheim sowie das Sozialzentrum Senecura zur Verfügung. Es sind die Säulen unserer Gesellschaft, die sich hier zusammenfinden. Menschen, die innerhalb ihres Lebens Großes geleistet haben. Ob in der Öffentlichkeit oder im einfachen täglichen Leben. Älter werden in Schladming bedeutet, innerhalb der Gemeinschaft seinen Lebensabend zu gestalten.